gerade das Fleisch anbraten will. Guck mal, wie die überrascht ist, weil ich da gerade reinkomme und die du das Fleisch anbraten willst. Ne? Meinst du, deine Pfanne? Willkommen zu einer neuen Folge Bierschanga Koch. Du filmst aber hoffentlich noch nicht, ne? Nö, doch, klar. Nein, guck mal, noch nicht. Eine neue Folge Bierschanga kocht. Prost. Soll ich das jetzt rausschneiden oder reinschneiden? Bitte. Nein, das schneidest du raus. Das sind die Outtakes, sie kommen mitten im Video. Damit nein, du kommst weiß, rein, dass das und du kommst rein und ich mach voll. Warte kurz, guck. Weil ich jetzt gerade das Fleisch in Anbrauch. Das sind meine Füße. Und ich komme jetzt kurz da rein, guck. Oh, da bin ich aber mal ganz kurz reingekommen, ganz überrascht. Bei der Bierschanga in der Küche. Die will bei dir in der Küche. Das Fleisch. Das ist marinierte Fleisch, das ist Hähnchenfleisch. Hähnchenfleisch, marinierte... Möchtest du wissen, was da drin ist? Was geht's überhaupt jetzt hier? Es geht jetzt um das Butter Chicken, was wir jetzt machen heute. Die Bierschanga macht Butter Chicken. Ja. Kennt ihr Butter Chicken? Schreibt es mal in die Kommentare, wenn schon mal jemand Butter Chicken gemacht hat. Hier hat jetzt mariniertes Hähnchenfleisch. Genau, mit frischem Knoblauch, mit Chili Powder. Kotbauch. Mit Salz, mit Pfeffer. Schmalz. Mit ein bisschen, ich habe hier mich so ein bisschen ausprobiert, mit ein bisschen davon. Und ich habe auch ein bisschen davon genommen. Wie, du hast die Samyang-Soße genommen? Ja, ein bisschen genommen. Davon, nur ein bisschen. Und meine... Und dann habe ich ein bisschen Chiliflocken genommen. Flying Goose Blackout. Dann habe ich ein bisschen hier was von meinen Chiliflocken genommen. Ich glaube, du hast einfach alles genommen, was da steht. Dann habe ich, ganz wichtig ist Gran Masala. Das ist die Hauptzutat. Das müssen wir nochmal zeigen. Kennt Gran Masala. Ihr... Moment. Gran Masala. Da steht aber Garam. Gran Masala wird das da steht Garam, ne? Guck. Gram Masala. Ein Gramm oder ein Garam? Da ist drin Koriander, Fenchel, Kardamom. Da ist auf jeden Fall Rebe drin, ne? Auf jeden Fall ist das ein Gram Masala. Genau, und das muss dann 15 Minuten lang, muss das ein bisschen ziehen, das ganze Fleisch. Und dann wird das in der heißen Pfanne. Wir betonen es nochmal. Heiße Pfanne. Heiß. Weil das die Queso Edition ist. Heiß. Es muss heiß sein. Wird das angebraten. Und der muss eigentlich jetzt erstmal Pause, weil ich muss erstmal anbraten. Bis wir den Schritt demnächst tun können. Wie riecht es? Was riechst du? Ich glaube, so ist viel besser. Ich rieche auf jeden Fall Fleisch. Nur Fleisch? Oh, das Fleisch ist voll. Ich rieche dein weißes Gesicht, weil du so angeleuchtet bist. So. Muss ich jetzt eigentlich noch kommentieren, Monsieur? Also das Fett ist heiß. Butter. Es ist jetzt Butter. Ganz wichtig, wirklich richtig Butter zu nehmen. Das ist Fett, das heißt es Butter. Genau. Dann kommen geschälte Tomaten rein. Eine vorzugsweise eigentlich, wenn man frische Tomaten geschält nimmt, ist viel besser. Eine Blutspende. Wir machen es heute mal so. So. Dann nehmen wir... passierte Tomaten. Wie gesagt, wer im Sommer natürlich frische Tomaten hat, umso besser, stückelt die und passiert die. Mega gut, mega gut. Wir haben jetzt keine frischen. Das sind Tomaten. Nein, das denen ist noch nichts passiert. Guck. Das ist angebratenes Fleisch. So, jetzt drehen wir mal das Fännchen wieder ein bisschen hoch hier. Tudelülü, tudelülü. Ja, so ungefähr. Ganz wichtig, Tomaten sind ja sehr säuerlich, dass wir natürlich Säure ein bisschen ausgleichen mit Zucker. Das machen wir alles ein bisschen nach Gefühl. Aber da wird es doch jetzt ungesund. Nein, machen wir nicht. Das machen wir alles nach Gefühl. Bisschen Salz machen wir nach Gefühl. Wenn wir da einen Red Bull reinkippen? Nee, ich glaube, das wäre nicht so gut. Das ist so. Red Bull. Ja, das macht auch süß. Gran Masala machen wir wieder ein bisschen nach Gefühl. Also das vorhin schon dran ans Fleisch? Ja, am Fleisch, weil es durchmarinieren musste. Ich kenne das immer noch und nicht. Die allerwichtigste, geilste Zutat sind klein gehäckselte Cashewkerne. Kaschiv! Die Cashewkerne geben tatsächlich einen mega geilen, samtigen Geschmack dafür ab. Hast du da nicht die ganze Packung dran? Nee, ist nicht die Dreiviertelpackung. Ach so, Na, und was mit dem Rest? Kannst du doch so essen. Kannst du durch die Nase ziehen dann. Gut.
Nee, die kannst du so essen, deine Reste. Wieso? Ein bisschen Honig brauchen wir noch, ist mir eingefallen. Ach, Aguilera. Müller, dring her, ne? Das geht wirklich nicht mehr an. Du machst. Nee. Hier, ja. Dann mach so. Ich leg die doch nicht an. Nicht wissentlich, zumindest. Hallo Kesto. Grüße gehen raus. Kestos Kitchen. Das ist hier Bier Junker Kitchen. Wollen wir das mal vielleicht so umbenennen? Hui, das ist die Darkroom Kitchen. Guck. Ja, das sieht auf jeden Fall interessant aus. So, jetzt müssen wir nochmal ein bisschen kastrierte Tomaten nachgeben. Kastrierte Tomaten? Ganz neu. Woher wusstest du, dass du jetzt nachgeben musst? Weil die Masse zu dick ist. Zu dick? Ja. Und weil ich ja sowieso für zweimal quasi gekocht habe. Wir haben auch zweimal Fleisch genommen von der Masse her. Und wenn ich das mag, dass das so schön dickflüssig ist. Wir lassen es länger einkochen. Ja, das klingt sogar logisch. Ja. Guckt euch die Füße an. In die großen Clownsschuhe. Das ist auf jeden Fall wichtig, wenn ihr Butter Chicken macht. Ihr müsst immer hin und her trammeln. Ja. Da wird der Geschmack nochmal besser. Wenn man mit Liebe kocht, dann kann es nur besser schmecken. Und die Konsistenz. Ja, das lassen wir jetzt ein bisschen aufkochen und dann schmecken wir ab und dann kommt das Fleisch mit rein und dann ist fertig. Ach, hier ist Meerschweinchen, gut. Das ist Meerschweinchen drin, ja. Ich bin on. You are on. So, wir haben jetzt die Soße aufkochen lassen. Jetzt hauen wir noch mal so ein ordentliches Stück Butter da drin. Schon wieder aus. Schon wieder aus. Geht gar nicht. So, warte, warte. Ah ja. Das ist die Butter. So. Butter. Das ist die Soße. Genau. Das kommt mit drin. Weil das ist ja Butter Chicken, ne? Das ist Butter Chicken. Butter. Kennt ihr Butter? Ja. Du bewegst dich mal gar nicht so viel, weil sonst geht der Modus der Kopflampe wieder aus. Ja, ich bin eingefroren. Guck. Ich bin ein Stativ. Jetzt schütten wir. Ich habe mich nicht bewegt. Ja, ist ausgegangen, aber trotzdem, ne? Hab ich gesehen. Das ist der Fleisch. Das ist der Fleisch, was wir angebraten haben. Hallo Kesto. Wieso holst du immer Kesto in mein Video? Das ist mein Kochvideo. Ich dachte, das ist ein Kesto-Kitchen-Kochvideo-Remake. Ganz bestimmt nicht. Pre-Upload. Nein, das ist Bier Junkers Butter Chicken. Satire-Persiflage. Irgendwas. Ja, der Kesto hat nicht so komische Musik im Hintergrund. Das macht nichts, das ist meine Musik zum Ich liebe es kochen. Du musst immer mit dem kochen, was du liebst, verstehst du? Damit du Liebe in deine Gerichte geben kannst. Mit der Musik. Ja. Es kommt nicht auf die Zutaten an, sondern die Musik, die ihr dabei hört, dann wird alles gut. Wenn du die Zutaten mit Liebe reinschmeißt und in einer richtigen heißen Pfanne anbrätst, dann wird das auch was. So. Meine Pfanne ist ein Topf. Nö, das ist schon eine gute Schmorpfanne. Eine Fettpfanne mit viel Fett drin. Möchtest du das gerne mal probieren? Jetzt ist es bestimmt heiß. Ja, ich kann auch pusten für dich. Aua. Ich puste das für dich, komm mal. Ey, meine Lippe ist trocken seit 10 Tagen. Mach ich weiß es. Nicht, was ihr da gemacht habt. Ich puste ja. Das ein bisschen für du dich. Pustest du es vom Löffel wieder runter. Und dann nee, mach ich nicht. Das dann guck mal, wieder also das mein... Tomate und ein bisschen Fleisch brauchst du ja auch. Was machst du da? Fleisch und Suppe und so. Und dann puste ich für dich. Also ob die 10 Sekunden Pusten da ausreichen, ne? So heiß ist es ja noch nicht. Nimm Löffel. Und jetzt darfst du live vor Ort, ich nehme die Kamera, probieren. Siehst du mich überhaupt? Ich sehe nur eine Kopflampe auf dem Kopf, Alter. Ja, aber ich sehe dich. Warte mal. Ist das geil. Ah, sag ehrlich, wie schmeckt. Du hast doch gesagt, ich soll das sagen. Nein, du sollst ehrlich sagen, wie schmeckt. Nein, aber sie hatte vorhin schon das Fleisch ein bisschen gewürzt und das Fleisch, das war schon richtig schön köstlich, das war richtig schön würzig, das hat
Pfeffer gehabt sozusagen, ne? Das hast du richtig gemerkt. Ich habe gesagt, das Fleisch an sich, weil es Hähnchen ist, das wirkt eben ein bisschen trocken, aber wenn jetzt die Soße dazukommt, kann ich mir das richtig gut vorstellen und es ist auch so, die Soße kommt dazu, es ist fruchtig, es ist irgendwie cremig, es ist, die Soße an sich ist nochmal würzig, also es ist too spicy sozusagen schon, ja. mit zartem Hähnchenfleisch, was total gesund wirkt und einfach total zart und ich habe sowas noch nie gegessen. Ja, das ist Butter Chicken. Das ist das erste Mal Butter Chicken, dass ich überhaupt je Butter Chicken probiere und ich finde es total cool. Sehr gut. Wenn es nicht so kompliziert wäre, würde ich es auch machen. Es ist überhaupt gar nicht kompliziert. Ich habe schon wieder alles vergessen. Ne? Es ist überhaupt, also wer das Rezept gerne haben möchte, kann gerne unter den Kommentaren schreiben. Wir können das gerne reinposten, ist gar kein Problem. Es ist überhaupt gar nicht kompliziert, gar nicht. No, genau. Man muss halt nur Gram Masala haben. Soll ich mal pusten, dass du mal probieren kannst? Ja, aber man braucht sehr viel Liebe beim Kochen, das ist das Ding. Willst du jetzt wirklich dein eigenes Rezept probieren? Geil! Es schmeckt tatsächlich immer jedes Mal anders, weil du halt, wenn du... Ich gehe ja nie nach Grammzahlen. Ich würde nie ein Gericht nach Grammzahlen kochen. Ich mache das immer nach Gefühl, wie viel ich reinmachen muss. Da hat man gar nicht gesehen, dass sie probiert hat, ne? Da habe ich. Schmeckt wie Butter und wie Chicken halt. Es schmeckt sehr... Es muss wirklich butterig schmecken und das ist das Wichtigste. Aber ich mache nie ein Rezept wirklich nach Grammzahlen. Das funktioniert bei mir nicht. So, möchtest du noch was zum Outro sagen, weil das ist ja deine Sendung. Also, es war ein sehr schönes Erlebnis hier bei Ramses. Ich hoffe, ist der Naya überhaupt noch wach zum Essen? Ja. Ja? Gut, dann kommen wir jetzt alle gleich schön Butter Chicken mit Brötchen essen und Salat. Der Ali hat auch Durst. Durst. Guck mal, ich hab deinen Schuh verloren hier gerade. Hey, ich habe meine Schuhe zum Dancen an. Der lag da hinten in dem. Im. Okay. Ja, die fliegt hier durch die Gegend, ne? In der. Da mache ich nochmal hier den Fritz. Und jetzt machen wir nicht mehr den Fritz, ne? Oh, das sieht noch komischer aus. Ich glaube, ich muss die Brille doch auflassen. So, Grüße vom goldenen Handschuh. Wir würden sagen: Peace out. Peace out. Ich habe den Mund voll. Peace out, Bianca Haut. Und deswegen. Habt ihr schon mal Butter Chicken gemacht? Schreibt es mal in die Kommentare. Wer Rezepte möchte, ich gebe das gerne weiter. Kennt ihr das? Habt ihr das schon mal gegessen? Ich finde das richtig genial. Bin ich voll traurig, dass ich das noch nie probiert habe. Ne? Ansonsten, bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.